bitte, Mama, bitte. Auffang auf. Auffangen? Was wirfst du? Ach, Puzzleteile. Sollen wir die lieber puzzeln? Hier auf der Fensterbank können wir die puzzeln. Guten Morgen. Wir haben 7.13 Uhr. Oh, mal eben ankleiden. Wann sind wir aufgewacht, Livia? 8 Uhr. Um 8 Uhr sind wir aufgewacht. Ich glaube so 6.30 Uhr ungefähr. Ganz süß sind Wasserläufer. Ja, grün. Ach, grün. Danke. Wir haben gestern auf dem Dimchai-Fluss, ey, Wasserflöhe, habe ich dir erzählt, sind das, ne? Ich dachte Wasserflöhe, so Insekten, die auf dem Wasser laufen. Und jetzt hat für Livia nochmal davon erzählt, dass wir die gestern gesehen haben, Wasserläufer. Und dann habe ich mal gegoogelt, wollte ihr was dazu vorlesen, da haben wir herausgefunden, das waren gar keine Wasserflöhe, das waren Wasserläufer. Wasserflöhe sind nämlich in dem Wasser und schwimmen im Wasser, die kenne ich auch. Die haben zwei so, sind so rund ungefähr und haben zwei so ja, Arme, mit denen die schwimmen. Aber Wasserläufer, die laufen auf dem Wasser. Nee, nicht anmalen, die Auer. Da hast du nachher eine Tätowierung. Tada! Tada! Hast du die Füße angemalt? Schön. Schön. Ja. Ja, genau. Und das machen wir jetzt. Jetzt malen wir gerade Wasserläufer, haben ein bisschen dazu gelesen, wie die leben, bla bla bla, was man so lernen kann dazu, erfahren kann. Tut mal, tut meine Beine. Mhm. Und dabei gibt es unseren Kaffee. Meine Arm, ey. Echt? War nicht mit Flasche. Dann kann sich was suchen. Du kannst ja gleich einen lecker Toast mit essen, Livia. Ja. Geht's dir besser mit deinem Hals oder tut's noch weh? Mit Toast. Ich halte mehr noch. Papa halt mehr noch. Tut auch wieder Schnauze. Papa, halt mehr noch. Was? Halsschmerz? Ich habe auch Halsschmerz. Ich mache dir gerade einen Tee, Livia. Erdbeertee. Aber das geht schon. Ja, ich mache jetzt kaltes Wasser da drauf. Der ist gezogen. Extra im speziellen Weinglas. So, guck mal. Mhm. Mmh, bitteschön. Haben wir noch 9 Erdbeeren? Nee, das ist Granatapfeltee. Wenn wir noch mal zum Ali gehen, Granatapfeltee kaufen. So. So schön. Bitte schön. Ist das doch vielleicht oben drin? Ja, ich weiß es nicht. Ja, hier ist es doch. Ach, so klug. Majoran. Ach, Livia, dann gib mir das bitte. Nicht einfach rausschmeißen. Sollen wir heute Rührei machen auch, weil wir haben das hier noch von gestern vom Abendbrot geschnibbelt. Ja, kann ich machen. Ja, kann ich auch machen. Dann suchen wir noch einen raus. Was soll ich denn noch einen? Noch einen Tofu raus, dann mache ich das als erstes jetzt zu frühstücken. Einen normalen Tofu? Ja. Ja, oder halt, oder einen, ne? Oder einen Räucher, dann nehmen wir nochmal einen Räuchertofu. Probieren wir das damit aus, oder? Okay. Machst du das an? Ja. Brauche ich den Mixer nicht raus. Mach ich. Ja, probieren musst du zum Papa gehen. Draußen, der schneidet das, ne? Aber er ist ja noch hier. Ich bin noch hier, das dauert noch ein bisschen. Ich rufe dich, wenn ich am Schneiden bin, ja? Also. Nimmst du noch den Mixer mit, Livia? Den hier brauche ich. Und den hier. Oh. Kommst du mit raus jetzt? Genau. Hab ich. Hast du? Und die Schüssel kurz begeben. Ich hasse doch schon den Tofu. Habe ich dir schon gegeben? Und welche Schüssel? Das Tablett da mit den Zwiebeln und Paprika. Achso. So, genau. Wir haben nämlich Tofu aus Ungarn mitgenommen. Den guten DM-Tofu in Natur und in geräuchert, weil hier in der Türkei gibt es nicht so viel Ersatzprodukte und der aus DM, der ist eigentlich, ja, eigentlich ungekühlt haltbar, aber weil wir ja warm haben in der Türkei, haben wir den Tofu in den Kühlschrank gepackt. Deswegen. Ja, ich räume jetzt mal hier ein bisschen auf. Ta-ta-ta-ta. So ist das reale Leben bei uns. Hier habe ich jetzt gerade gespielt mit Livia. Seht ihr ja, wie es hier aussieht. Musik an und
Mini-Haushalt schmeißt. Oh, da seid ihr umgefallen. Also letztes Mal hat das so sehr großes Interesse geweckt, wie wir unsere Sahne aus Cashewnüssen machen. Weil das halt wirklich praktisch, günstig und gut haltbar ist, wenn man mal keine Sahne hat oder auf tierische Sahne verzichten möchte und eine günstige Alternative sucht, vollwertig. Cashewnüsse, ein Mixer, kommen einfach so ein paar rein, so würde ich sagen. Moment, Wasser braucht ihr natürlich. Ich habe eine Gallone. Wir machen nämlich jetzt Rührtofu selber. So. So würde ich sagen. Ein bisschen noch. So. Und dann. Das ist von Amazon. Der kostet 40 Euro, so ein Mixer. Den haben wir einen hier und einen im Ferienhaus in Ungarn. Haben wir immer dabei. Weil wir halt sowas immer machen. Also ich sag mal, die Portion Sahne vegan gekauft würde, ja, je nachdem, hier in der Türkei vielleicht 3 Euro kosten, aber gibt es hier gar nicht. Und damit können wir uns immer gut in solchen Ländern behelfen, wo vegan noch nicht so publik ist. Also Achtung! So, genau, da könntet ihr jetzt schon Salz mit reinmachen oder Kräuter, je nachdem, was ihr möchtet. Das ist jetzt einfach nur Wasser und Cashewnüsse und das ist eine Sahne. Damit können wir kochen oder trinken. Keine Ahnung, Kaffeemilch könnte man daraus machen oder für Cornflakes, wenn man es ein bisschen mehr Wasser macht, ein bisschen flüssiger. Und haltbarer ist sie auch noch als tierische. Hält im Kühlschrank, ich würde sagen, 5 bis 7 Tage, also bei der Wärme, 5 bis 7 Tage ohne Probleme. Dankt mir in die Kommentare für diesen geilen Tipp. Ich habe ja nicht gerade alle Kuscheltiere ordentlich hingelegt, ne? Er muss sich da wieder einen platzieren. Ja. Mit Oma im Wohnmobil fahren. Ja gut, wir gehen eben, da kommen neue, glaube ich. Ja, auf Toilette. Ja, ich warte auf dich, natürlich. Wir können auch gucken, ob die Waschmaschine an ist oder frei. Richtig viel los jetzt hier. Ja. Oh, da wegfahren. Die fahren wieder weg. Hier ist gar kein Platz, ne? Oder der kommt wieder. Der kam hier nicht durch. Warte, wir machen mal Platz. Der kommt überall nicht durch. Ne, der will raus. Hier ist alles voll jetzt. Ist, aus den Niederlanden, aus Frankreich, aus Österreich. Keine Platz da. Kein Platz. Überall sind die jetzt hergekommen, ne? Gestern und vorgestern. Hier ist auch alles voll. Das bedeutet auch, die Waschmaschinen sind voll. Wenn viel los ist. Aber ist nicht schlimm. Wir machen das später, ne? Die trocknet innerhalb von 2 Stunden, die Wäsche. Wir können die auch noch um 17 Uhr aufhängen. Ach, guck mal, ein deutsches Auto. Wow. Hier. Deutsche. Livia? Ach, du wartest auf den Papa. Das ist unser Rührtofu. Wir haben jetzt gefrühstückt. Wir hatten ja gestern, waren wir ja hier in der Nähe von Alanya bei einem Bäcker. Die haben Roggenbrot. Das ist so ein Türke, der mal in Deutschland gelebt hat. Und es ist so ein bisschen, es ist nicht so Roggenbrot, wie man das aus Deutschland kennt, aber es ist ein bisschen mal was anderes als dieses Fladenbrot und so, was wir auch sehr gerne, Entschuldigung, essen. Aber wir sind halt die Almans und wir mögen Roggenbrot. Das gab's jetzt. Und vegane Leberwurst hat der Bernd auch gemacht. Auf Basis von Kidneybohnen und Räuchertofu. Auch sehr lecker. Genau, und jetzt ist der Bernd kurz was erledigen und dann fährt er mit Livia einkaufen. Er braucht seine tägliche Dosis Mikrosch. Er muss jeden Tag einkaufen. Was holt er denn? Eine Wassergalone. Im Mikrosch Jet gibt es die großen 10 Liter Wassergalonen ohne Pfand. Davon holt er noch eine, weil wir die ja immer benutzen zum für Wasserfiltern. Da braucht man ab und zu dann mal eine neue. Und die
die Wassergalonen, die leer sind, die geben wir hier immer ab, die sammeln wir. Die sind nicht, die kommen nicht in Müll, die werden hier gesammelt. Und dann wird das von hier, von dem Campingplatz aus verteilt an alle, die wollen. Die Nachbarn, die haben ja hier alle Olivenbäume. Guck mal, hier haben wir auch einen Olivenbaum. Hier sind ganz viele. Und die hängen voll mit Oliven. Ja, geh. Ach, sorry, ich musste kurz unterbrechen. Also die Olivenbäume sind voll, aber die sind ja alle noch grün. Umso länger die hängen, werden die halt schwarz. Und ich glaube, so Oktober, November fängt hier die Olivenernte an. Da haben wir letztes Jahr hier noch ein bisschen mitgeholfen. Die Nachbarn hatten noch die Oliven dran. Ja, und dann legen die ja ein. Und dafür nehmen die dann diese Wassergalonen. Oder die machen Olivenöl selber. Und dafür nehmen die diese Wassergalonen. Und ja, wir sammeln die immer fleißig mit. Man kann auch hier auf dem Markt, wenn man auf dem, auf jedem Markt, wo wir bis jetzt waren, wo so Obst und Gemüse gibt, kann man das dann kaufen in diesen Gallonen, also jetzt nicht unsere Gallonen, die sammeln die halt auch selber hier. Oder frisch gemolkene Milch kann man da drin kaufen in den Gallonen. Also die verwenden das wirklich ja immer wieder weiter. Aber ich glaube, wenn einmal was eingelegt war, dann schmeißen die auch weg. Genau, und Olivenöl machen die auch selber. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon erzählt habe. Ein Liter kostet 5 Euro hier auf dem Markt. Hatten wir auch in Griechenland bezahlt Anfang des Jahres für griechisches Olivenöl. Ein Liter 5 Euro oder 7,50 Euro. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube 5 Euro. Und da haben wir noch gesagt, boah, das ist aber günstig für so ein hausgemachtes türkisches Olivenöl in so einer 1,5 Liter Flasche. Wow. Die haben wir dann am Ende alle verschenkt, hatten wir eingefroren und dann in Deutschland abgegeben, weil wir das ja nicht mehr so benutzen in den Mengen. Ja, so war das. Haben wir so viel mitgenommen. Ich glaube, 4,5 Liter Flaschen Olivenöl haben wir aus Griechenland mitgenommen. Aua, aua. Ein Pflaster auf dem Kopf. Ich habe mich nur gestoßen, Livia. Wir füllen gerade unseren Kühlschrank wieder auf. Das gibt es im BIM. Afschar. Da wurde mir sogar auf Instagram geschrieben, wenn ihr im BIM geht, dann holt euch. Und dann hat sie halt so hier Yeshil Elma und so geschrieben. Ich so, was ist das? Sie so, ja, dann hat sie mir ein Bild geschickt von den Flaschen. Das gibt es ja in vielen Sorten. Und ich so, ja, das haben wir schon. Wir lieben das. Also ich mag am liebsten diese Apfelsorte und dann mit Sprudelwasser, dann ist es so richtig tolle, erfrischende Apfelschorle. Genau, davon kommen jetzt zwei in den Kühlschrank. Nein, ich erzähl dem Vlog alles hier. Nein, ich rede nicht mit dir. So. Was ist denn da drin in der Pfanne? Hier, Gulasch. Nein, ich habe gerade schon Ei gefrühstückt, danke. Der Etti auch. So. Ich hatte euch letztens gezeigt, welche Supplemente wir nehmen, welche Tropfen. Und dann wurde gefragt, ob wir keine B12 nehmen. Weil wir keine B12-Tropfen nehmen. Wir nehmen die B12 in Form von Tabletten einmal in der Woche. Also wir Erwachsenen. Livia hat dann dafür die Tropfen. Ich zeige sie euch, die B12-Tabletten. Und die sind so hochdosiert. Vitamin B12 hochdosiert. Eine Tablette in der Woche. Und wir waren ja gestern auch hier in der Poliklinik bei Alanya. Das habe ich euch gar nicht erzählt, weil wir waren ja nicht alleine unterwegs. Und dann war das so ein bisschen schwer, das jetzt in Ruhe zu erzählen. Und zwar habe ich da einen Zettel geholt. Da kann man dann ankreuzen, was man im Blut alles getestet haben möchte. Ich glaube, über 90 Sachen, ich weiß es nicht genau. Und davon haben wir ein Foto gemacht, der Ärztin geschickt. Und die hat die sich schon gemeldet? Bernd hört gerade nicht. Die sagt uns dann, was wir alles am besten testen sollen. Die ist spezialisiert auf, wie heißt das denn, also so... Wenn du dies und das hast, dann sagt sie so dieses Wehwehchen, das Wehwehchen. Also auf Ernährung ist sie halt spezialisiert. Ist aber eine richtige Ärztin. Ja, wie du halt so mit Ernährung, also zum Beispiel fehlt dir Magnesium, Mineralstoff. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, auf was sie spezialisiert ist. Aber sie kann uns da jetzt genau sagen, was wir brauchen. Moment, ich komme. Sind die einkaufen gefahren?
sorry. Ich wollte euch noch zu Ende erzählen, dass diese Ärztin, die waren bei uns zu Besuch, die Familie in Ungarn am Ferienhaus. Und ja, die baut sich das gerade alles online auf, weil wir werden ja immer gefragt, was kann man online arbeiten, um ortsunabhängig reisen zu können und arbeiten zu können. Und da wird ja jeder sagen, ja, Arzt kannst du nicht online machen, ne? Doch, kann man. Die macht halt sowas. Beratung, ja, alles. Keine Ahnung, fragt sie selber, was sie alles macht. Bei uns macht sie jetzt halt dieses mit dem Blut. Wir schicken ihr, was wir alles testen sollten. Und dann auch die Ergebnisse und dann besprechen wir das. Ja. So, Bernd ist wieder da. Wir haben jetzt noch die ganze Zeit im Bett gekuschelt und getobt. Er hat mitgebracht Pumpernickel aus dem Migrosch. 2,20 Euro. Für 500 Gramm. Aber ja, lecker. Schön zu der Leberwurst, die du ja, gemacht ich hast. Gedacht, bin ich mal mit. Und hier unser veganes Nur-Tofu. Dann rote Linsen hatten wir nicht mehr. Ich koche heute Brokkolinski. Da brauche ich rote Linsen. Livia, runter! Hallo! Geh von meinem Handy runter mit dem Fuß. Ich glaub's ja wohl. Drehst du jetzt durch? Ich glaube, ich muss dich mal ins Meer schmeißen. Ja, ich koche heute Brokkolinski. Dafür brauche ich rote Linsen. Und Brokkoli hatten wir auch nicht. Deswegen gibt es Mama grüne Bohnen. Ich soll dir die geben? Ja, beide. Beide? Hier. Was machst du damit? Gar nichts, nur ein bisschen spielen. Okay. Dann fange ich jetzt schon mal an zu kochen, okay, Livia? Und du passt hier auf und spielst ein bisschen. Okay. So. Irgendwie können wir uns heute nicht so aufraffen, aber wir haben auch erst 10 Uhr. Zwiebeln, grüne Bohnen. Ach so, dann muss ich hier die Kokosmilch raussuchen. Die ist, glaube ich, hier ganz hinten. Aber wir haben auch noch rotes Pesto. So, dann haben wir die noch. Calvino, guck mal, die hatte ich für dich mitgebracht. Das ist Pistazienmilch. Soll ich die mal in den Kühlschrank stellen? Pistazienmilch. Weil, ach so, passt nicht. Früher hat der Calvino immer gerne Pistazien-Eis gegessen. Aber das gibt es irgendwie nicht in vegan. Ja, da müssen wir mal hier so ein bisschen Platz machen. Holen wir mal hier ein Bier raus, ne? Damit wir die Milch kühlen können. Ach, so, okay. Haben wir noch Bier kalt. Ich habe eine Flasche Bier rausgeholt. Das können wir ja entbehren. So. Komm, wir gucken mal eben bei den Waschmaschinen, Livia. Ob die frei sind. So, um 10.30 Uhr, dann ist meistens noch von der Pension alles voll. Wo kann ich nur hin? Calvino ist mit dem Smurfy. Die sind alle voll, oder? Kommen wir nachher nochmal. Wir gehen ja jetzt mit dem Smurfy noch eine Runde. Komm. Da, der Calvino duscht den eben ab. Und dann gucken wir mal, ob da hinten wieder das Wasserplanschbecken ist. Wenn die hier wässern in der Türkei, dann kann der Smurfy da schwimmen gehen, ne? Sind wir alle zusammen. Ja, den mitnehmen nach Ungarn. Zum Rasenmähen, zum Umflügen. Mama. Ja. Nein, kann durch. Kannst du hier nicht durch? Die Piekser, ne? Hopp. Ja, aber er tut's noch. Die alten Dinger, egal ob Trecker oder Waschmaschine oder so oder Wohnwagen, da kannst du noch was selber reparieren. Heutzutage die neumodischen Dinger nicht mehr, ne? Hier ist so ein Hotel. Ah, da kommt jetzt jemand. Ich wollte fragen, was es kostet, hier einmal schwimmen zu gehen für einen Tag. Machen wir ja ab und zu mal. Dann kann ich euch das Hotel hier mal zeigen. Das sieht nämlich echt schön aus. Nein, das ist nur für Gäste, glaube ich. Da kann man nicht. Also die hat auch gar kein Deutsch, gar kein Englisch, gar nichts. Müssen wir vielleicht mal mit Handy Übersetzer. Was hat sie gesagt? Ja, gar nichts. Nur nein, no, no, no. Du willst das nochmal sehen, ne? Der war richtig schön, der Pool. So richtig, richtig urlaubsmäßig. Muss ich nochmal irgendwann anfragen. Mama, aber ich
Ich weiß nicht, weil das war vielleicht auch so, es war so ganz ruhig. Eine Frau lag am Pool mit dem Handy geguckt. Vielleicht ist es nicht so für Kinder, aber die haben ja auch eine Rutsche da. Und Rutschen sind ja eher nicht so für Erwachsene. Ich weiß es nicht. Egal. Nee, wir können da nicht hin, Livia. Das ist ja nur für die Gäste. Die macht jetzt bestimmt das Tor schnell wieder zu. Lass dran, lass dran, lass dran. Die sind scharf, Livia. Pepperoni, alles voll. Ne? Und da sind Paprika. Vielleicht wird das auch Paprika. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht sind die scharf. Wir können die aber nicht pflücken, weil die gehören ja hier den Menschen. Guck mal, hier sind schon schwarze Oliven. So langsam werden die schwarz, ne? Nur gucken. So, vorsichtig, ja. Wir haben ja Paprika gestern gekauft. Ich kann dir welche geben. Ich höre da die Hühner scharren. Na, wir gucken mal. Da sehe ich sie doch. Unter den Olivenbäumen scharren die Hühner. Oh, Etti aus. Guck, da sind die Hühner. Achtung, ein Van. Die Hühner, da ist auch der Hahn. Und fange ich jetzt an zu kochen? Ja. Ja? Sie hat mir ein Stück Mandarine gegeben. Oh, Piratenboot. Ja, ich darf jetzt in unserer Außenküche kochen. Der Bernd hat schon alles vorbereitet. Also eigentlich schmeiße ich nur noch zusammen. Ich sag ja immer, was würde ich nur ohne den Bernd machen? Hättest du einen anderen Bernd. Anderen Bernd. Der Bernd ist einmalig. Ich würde quasi verhungern. Nein, ich will es jetzt nicht übertreiben. Hm, einen Stecker reinstecken. Das hat er noch nicht gemacht. Muss ich auch noch selber den Stecker reinstecken hier. Ja, also Brokkolinski mit Bohnen anstatt Brokkoli und Zucchini haben wir. Zwiebeln, Möhre, das und das. Es wird lecker mit Reis. Hm. Es ist schön windig heute. Angenehm. Kokosmilch. Ist sie gut? Soll ich dir noch was drauf machen? Mega. Ist noch was dran? Okay. Wo fahren die hin, die anderen? Bitte? Dem Chai? Okay. So, in den letzten Wochen haben uns so einige Nachrichten von, also Kommentare und E-Mails erhalten. Gib her, gib mir einen Löffel. Dass ja zum Beispiel, es waren ja Feuer hier in der Türkei. Dann war jetzt Hochwasser oder Überflutung oder so in Istanbul. Und jetzt gerade haben wir die Nachricht bekommen, dass in Marrakesch, also ich lache nicht darüber, ne, aber dass uns das so zugetragen wird, in Marrakesch ein Erdbeben war mit mehreren hunderten Toten, was ja alles schrecklich ist, gar keine Frage. Aber wir gucken bewusst keine Nachrichten. Dazu haben wir uns vor ein paar Jahren entschieden, denn wie man ja sieht, es kann überall etwas passieren. Egal wo man ist auf der Welt, kann sowas Schreckliches passieren. Und es bringt einfach nichts, sich immer Angst zu machen und einzureden. Also für uns haben wir das so beschlossen, dass es nichts bringt, in Angst zu leben, sondern einfach das Leben zu genießen. Also wir gucken uns das ganz bewusst nicht an, damit wir unser Leben einfach genießen können und nicht hier sitzen. Oh mein Gott, wie schrecklich und so. Ja, kann man so sagen. Bitte? Ist das lecker? Deine Lippe hast du angemalt? Hm, schick. Mit Kokosmilch. Ich weiß nicht, wie die Pistazienmilch schmeckt. Da müssen wir die erstmal probieren. Aber theoretisch, ja, man könnte die auch noch süßen mit Datteln mixen. Oder einfach so lassen. Wir probieren mal, wie die schmeckt. Na, so ein Milcheis ist eigentlich eine gute Idee. Die ist noch im Wasser. Ja. Die Männer, ja, die vom Katamaran, die springen da jetzt alle ins Wasser. Das siehst du auch. Wenn du dich hier auf den Tisch setzt, dann siehst du das. Die schnorcheln da. Und dann gucken die, was sie da für Tiere sehen. Hier sollen ja auch Delfine und Schildkröten sein, ne? In der Türkei. Aber wo, weiß ich nicht. Essen kommt. Ich hab's Reste und beobachte Olivia, wie sie spült. Mit Blick aufs Meer. In meiner
Palmspülenküche. Was könnte man sich Geileres vorstellen? Tada. Das kann jetzt noch ein bisschen köcheln. Dann mache ich gleich noch den Reis dazu. Jetzt sitzen wir hier. Vertreiben ein bisschen die Zeit. Mit Ausblick. Ach, du hältst das fest. Darf ich das jetzt wegschmeißen? Oh, wieder ein Ballon explodiert. Ich kann euch einen Tipp geben. Könnt ihr mir für danken. Es gibt ja diese Ballons mit Glitzer drin. Die sind sehr schön. Und als wir in Griechenland Livias Geburtstag gefeiert haben, da haben wir die extra hängen lassen, weil da ist halt so Glitzerkonfetti drin. Hängt die niemals draußen auf? Ja, als du Geburtstag hattest, ne, hatten wir die auch. Weil vom Wind, wir sind schon die ganze Zeit immer am Sammeln zwischendurch. Aber dann kommen immer wieder neue. Und das wollen wir ja nicht, ne? Dass die hier rumfliegen. Sammelst du ein bisschen mit, Livia? Ja, danke schön. Ich hol mal. Ach, du guckst mir zu. Das ist aber auch schön. Danke. So, ich hol mal hier so ein Becherchen. Dann können wir das da reinmachen. Ja, wir waren heute Morgen den Pool gucken, was der kostet, ne? Erzähl mal dem Papa. Wie heißt das Hotel? Esmeralda? Da hinten das Hotel. Welches? Gegenüber, wo nix ist. Wo so eine weiße Rutsche auch ist. Ja. Die hatten heute das Tor auf und ich wollte fragen, was das kostet, aber die konnte kein Englisch, kein Deutsch, gar nichts. Und die hat einfach nein, nein, nein gesagt. Ich glaube, die hat gedacht, ich wollte einfach mit Livia da mal so, hallo, ich komme jetzt mal schwimmen. Aber das war ja gar nicht meine Intention. Was ist das denn von deinen Seifenblasen, dein Röhrchen? Brauchst du das noch oder Müll? Müll. Müll. Erst bezahlen. Wir gehen jetzt hier im Pool. Auf dem Hotel. Abchillen. Ich war auch schnorcheln heute alleine. Aber das Geld musst du dem Mann geben, Livia. Der füllt gerade sein Olivenöl um. Sein selbstgepresstes. Kumpli, Kumpli. Merhaba. Schwimmen. Genau, wir zahlen immer 100 türkische Lira, das sind so 3,30 Euro und dann können wir hier schwimmen. Jo, das machen wir jetzt mal. Oh ja, die baden. Das ist doch Chlorwasser. Oh.
Hallo, wie geht's Ihnen so? Was haben Sie zu verkaufen? Nichts zu verkaufen? Ich hab einen Körper nur. Den willst du verkaufen? Nein. Ja, wir sind in Mannersbad. Oh, eine Matruschka, Livia, schau mal. Ich habe eine Matruschka, die habe ich mal geschenkt bekommen. Die hat mir eine Freundin mitgebracht aus Polen. Oh, die sind ja zu. 80 türkische Lira. Die geht gar nicht auf. Matruschkas? Ja, die gehen gar nicht auf. Aber da sind welche. Ah. Oh, ja, ich möchte eine haben. Welche Farbe möchtest du haben, Livia? Deine eigene. Die. Rosa? Ja, rosa. Zeig mal. Geht die auf? Oh, die ist leer. Wir nehmen eine, wo was drin ist, okay? Die? Oh, gut. Mach auf. 80 türkische Lira, das sind so 2,50 Euro. Wir gucken mal, wie viele da drin sind. 2. Wer kennt sie noch? Ich hatte auch eine als Kind. 3. Ich mach sie dir auf. Boah, die geht nicht. Jetzt. Oh, Baby. Die geht nicht mehr auf. Das ist die kleinste. Also 4, 5 Stück. Die nehmen wir mit, ne? Auf jeden Fall. Schön. Ich freue mich gerade voll. Sonnenbrille, ja, habe ich auch. Merhaba, guten Abend. Merhaba. Hallo. Hallo. Ja, komm mal an der Hand, Livia. Wir gehen hier über die Straße. Achtung, hier ist der fliegende Jüchse mit dem Fahrrad. Komm, wir gehen hinter dem her. Zebrastreifen ist in der Türkei nicht wie in Deutschland. Hält keiner an. Dann frag ihn, der wird es dir bestimmt freudig mitteilen. Wir sind sofort im Shopping-Modus. Er muss erst von der Straße. Hilf ihm! Oh mein Gott! Komm her! Was ist das? Schere! Kleine, große, mittel. Kleine, 50 Lira. 4,50? S50 das. Gute Qualität? Normal. Beste Qualität. 100, 150. 250. Das 50. Ja, Iki. Zwei. Normal. 2 Stück. Ja. Husten. Gegrillter Maiskolben. 25. Ja, essen wir gleich. 25 türkische Lira ist so unter 1 Euro, ne? 90 Cent. Möchtest du keinen, Bernd? Berühmte Manavgat-Brücke. Ich weiß nicht, ob die berühmt ist, aber schön ist sie. Und so ganze die Schifferboote. Hier unten Restaurants. Ja, Touri-Shops. Da unten sind auch diese schönen Lampen, die auch in Istanbul waren. Was ist los? Ich möchte nicht. Oh, okay.
Wasser. Ja, okay. Kein Wasser. Darf ich den aufessen, Livia? Mhm, danke. Wir sind wieder im Auto und fahren jetzt nach Hause. War ein schöner kleiner Bummel. Das ist bei der Matruschka und einem Fächer geblieben, ne? Oder haben wir noch was gekauft? Ja. Muss auf Toilette? Ja, wir halten gleich an. Ja, und ansonsten fahren wir jetzt halt nach Hause und machen es uns gemütlich. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart und bis morgen in alter Frische. Tschüss!